Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 1942 DLC Unternehmen Wintergewitter. Und wir sind eigentlich an der Stelle, um wie immer zum Start des Videos erstmal einen Rundenwechsel zu machen. Und ihm hier halt so ein bisschen zu ärgern. So, er ärgert uns. Er ärgert uns weiter. Das tut auf jeden Fall weh. Oh, gegen die Artillerie natürlich. Auch. Hat er die da jetzt zur Pack gemacht? Das war doch gerade noch eine Artillerie, oder bin ich doof? 76er oder was? Naja, er versucht jetzt hier mit der Infanterie uns zu... Oh, hallo. Ja, ich habe da ein Stuck stehen, ne? Oh, ein KV-1. Hallöchen. Ja, in dieser Runde können sich Flugzeuge weder bewegen noch angreifen. Genau. So. Mein Freund, ich glaube, du hast keinen Spaß. Weil deine Flankieraktion insofern ins Leere läuft. So, pass mal auf. Ich kann nämlich... Oh, der hat da echt noch eine Menge stehen. So, hier. Wir haben jetzt die da flankiert in der Stadt. Nur weiß ich nicht, ob das so eine coole Idee schon war. Weil wir natürlich nicht wissen, was hier im Backup noch ja, im Backup noch steht. Ha, 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 ha. Wir lassen den mal auf dem Flugplatz stehen. Oh, die schaffen das nicht, auf die nächste Hügelkette zu kommen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch scheiße. Was sind denn das für blöde Halbkettenfahrzeuge? So, nächste Runde scheint die Sonne wieder. Warte mal. Kommt. Achso, nee. Eigentlich sollte der hier. Dann geh mal eins weiter. Und die kommt aber nicht hier hoch, oder? Ach, das ist so Mäusemelken. Naja, gut, okay. Ihr geht weiter. Ihr geht weiter. Und ihr geht halt so weit, wie ihr kommt. So, jetzt kümmern wir uns hier oben. Der Tiger, der wird hier auf jeden Fall benötigt. Deswegen ziehen wir den mal ran. So, kommen da nicht durch, okay. Wie ist denn die Prognose hier? Ah, okay. Ah! Ja, gut. Warum auch nicht? Dann ergeben die sich. Das ist natürlich perfekt. So, jetzt müssen wir uns nur überlegen, was wir mit den Panzern machen. Vielleicht frischen wir sie auch einfach erstmal auf. Okay, der Tiger kann auch eins nach vorne. Das ist natürlich nett. So, hier bewegen wir uns mal insofern nach vorne, als dass wir hier... Wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall die Pioniere. Weil mit den Panzern jetzt hier über die Brücke drüber zu klopsen, ist, glaube ich, nicht die beste Variante. Und deswegen nutze ich auch erstmal hier den Angriff auf die Infanterie. Und der Panzer unterstützt den ganzen Move mal. Gut. Die Frage, ob sich das hier lohnt, den aufzufrischen. Aber ich denke schon. Okay, die da anzugreifen, das macht jetzt keinen wirklichen Sinn.
Das ist hier so eine 76er, ne? Die können die, glaube ich, gleichzeitig da doch zur Pack machen. Ne? Sonst hätte ich die jetzt, glaube ich, nicht angreifen können. Nun gut. Unsere Flak ist hier. Eine zweite Flak wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Wir könnten... Achso, die Flugzeuge jetzt nicht verlegen, weil sie sich auch nicht bewegen können. Ha! Aber sie sind abgestürzt, weil sie keinen Flugplatz in der Nähe haben. Ha! Wie nice! Das war natürlich jetzt geil. Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Greifen den Scout da an. Ja, sogar einigermaßen erfolgreich, muss man sagen. Die rammeln in den Hinterhalt rein. Wollten uns da wo flankieren. Das funktioniert bloß nicht, meine Freunde. Okay, können die sich da ausladen auf der Brücke? Jo. Allerdings ist der Tiger hier in gewisser Weise... Das ist jetzt echt gewagt, der Move hier. So, damit kommen wir aber schneller über die Brücke. Jetzt muss die Artillerie bloß eine gute Abwehrstellung da einnehmen. So, zack. So, und seine Infanterie macht ja kein gutes Gesicht dabei. Ja, das gefällt mir. Das ist bloß die Frage, was wir mit unseren Flugzeugen machen. Ob wir sie jetzt schon auf dem Flugplatz vorlegen? Ich glaube mal noch nicht. Also das Wetter, die Vorhersage. Ich weiß nicht, wann der Schneesturm kommt. Das ist die Frage. Spekulieren wir jetzt drauf, dass er die hier nicht angreift? Nee, wir schicken da einen Jäger mit zur Unterstützung. So, hier drüben. Erstmal müssen wir dort den... Panzer von dem Hügel klopsen. Ach, die können wieder nur... Ach, das ist doch ein Scheiß. Pioniere gehen mal hier in die Stadt ran. Schaffen das auch so. Aber stopp, 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 stopp. Das ist die Frage. Greif du mal die Artillerie an. Oh, die kleine Mistgabel macht da Abwehrfeuer. Ja gut, was machen die? Die kriegen... Ach, guck mal. Damit kriegen... Ah, trotzdem können sie die Stadt nicht einnehmen. Na, dann ist es, glaube ich, auch keine gute Idee, jetzt da den... Wobei, guckt euch mal die Prognose an. WTF. Die Prognose ist ja maximal scheiße. Die Frage ist, was er da aber noch reinstellen kann. So, das Stuck. Die hier sind... Ach, Gebirgsjäger. Gut, das erklärt es natürlich. Das erklärt es natürlich. So, dann räumen wir erstmal da auf. Jetzt geht die Flak mal bitte hier. Oder kann die eigentlich auch dahin gehen? Ja, das bringt uns nichts. So, die rücken hier vor.
Der Tiger sagt Hello again. Er sagt Hello again und... Na, machen wir so. Sehr schön. Warum geht denn das nicht gleich so? Also bisher keine allzu großen Schwierigkeiten. Aber das muss nichts heißen. So, die Gebirgsjäger, die müssen weggebombt werden. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir den Mörser hier weiter... Ich schicke den Mörser mal hier nach Norden. Ich glaube, die schaffen das jetzt hier in hoffentlich auch ohne Artillerieunterstützung. Dass wir hier schleunig... Ich hoffe, dass der Tiger das hier einigermaßen hinkriegt über den... Mit der Artillerieunterstützung hier. Dass wir da schleunigst auf jeden Fall weiterkommen. So, den... Frischen wir nochmal auf. Und dann gehen wir jetzt in den Rundenwechsel, würde ich sagen. Ah. Oh, eine minus 5 ist natürlich hart. Aber ich habe mich ehrlich gesagt darauf verlassen, dass die Prognose mit dem Wetter stimmt. Und jetzt können wir eigentlich Flugzeuge ohne Ende einsetzen. Ich verstehe es gerade irgendwie nicht so richtig. Irgendwie ist das ziemlich Quatsch gerade. Aber was soll ich machen? Die dürfen sich ja nicht zurückziehen. So. Ich komme da halt nicht ran mit meinen Jägern, ne? Das ist halt voll Kacke. Also, So, und den Jäger, den verlege ich jetzt mal hier hin. So, der Tiger... So, damit haben wir die Stadt. Jetzt kümmern wir uns hier um die Gebirgsjäger. Die frischen sich doch bloß wieder auf, so wie ich die kenne. Dann machen wir das so. Die gehen in die Stadt. Die rücken nach. So. Wir treiben die so ein bisschen vor uns her. Wir geben den... mal eine Artillerieunterstützung mit, weil die natürlich jetzt nicht richtig hinterherkommt. So, hier im Süden. Na, greift die an. Aber hier sind keine... Ah, hier ist ein Ziel. Puh. Das ist natürlich jetzt auch nicht allzu viel. Die Frage ist halt, was steht da von ihm noch? Schicken da mal zwei Einheiten hin. So, der Rest. Die ergeben sich direkt, okay. Den Tiger kann ich nicht bewegen. Die Artillerie. Da kommt der Scout auch nicht ran, okay. Flak geht mal dahin. Der Scout deckt mal hier die Flak. Ah, guck mal, da ist noch eine.
Achso, hat die jetzt eigentlich geschossen? Entschuldigung, dass ich nochmal zurückgehen muss. Okay, so, der Scout geht auf die Flanke. Die Flak geht jetzt hier hoch. Okay, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Raus, raus. Will ich mich verarschen? Die können sich ja überall nicht entladen. Was ist das denn? Unwegsames Gelände. Das gefällt mir nicht so richtig. So, hier oben können wir jetzt gerade nichts gegen die Flugzeuge tun. Wir können jetzt... Was ist denn, wenn ich... Achso, der Tiger kriegt da auf die Schnauze. Scheiße. Was steht denn da alles? So, die Artillerie kann übrigens immer noch schießen. What the fuck? Was hat er denn da alles stehen? So, und das Problem ist jetzt eigentlich... dass wir den Mörser irgendwie erstmal aus der Reichweite der Flugzeuge rausziehen müssen, weil die uns sonst den Mörser zerkloppen in der nächsten Runde. Na, also... Das ist so bescheuert, wie das ist, aber wir müssen den Mörser hier aus der Situation rausfriemeln. So, wen greifen wir denn jetzt an hier? Die machen alle Artillerie-Abwehrfeuer. Ich befürchte ja, dass... Ja, wir hätten den Tiger schlauer einsetzen können. Ich befürchte ja, dass jetzt die nächsten Flugzeuge dann auf die hier gehen, ne? Ja gut, können wir jetzt aktuell halt nicht ändern. Wir haben halt nur eine Flak. Es ist, wie es ist. So, der kann sich nochmal bewegen. Dann gehen wir in den Rundenwechsel. Ach, die sind auch noch dort stationiert. Das heißt, das hat überhaupt nichts gebracht, den Mörser da wegzuballern. Weil, okay, er geht auf die Artillerie. Das war eigentlich fast klar jetzt. So, schlechte Nachrichten. Wir lassen die erstmal laufen. Zieht sich da zurück. Scheiße, die ziehen sich zurück. Und jetzt geht's direkt an die Artillerie. Infanterie hat der denn da? Da haben wir auch ins West. Ach! Das ist doch ein Beutefahrzeug. Ach du Scheiße! Ich glaube, da waren wir eine Ecke zu übermütig. Okay, wir haben schlechte Nachrichten. Was ist denn? Von General Feldmarschall von manche befürchtet, weigert sich die 6. Armee, uns mit einem Ausbruch aus Stalingrad zu unterstützen. Das Oberkommando erlaubt ihnen nicht, die Stadt aufzugeben und hat General Paulus sogar zum Feldmarschall ernannt, um ihn zu ermutigen, den Widerstand aufrechtzuerhalten. Zudem scheinen sich Sowjets vom ersten Schock unseres Angriffs erholt zu haben und bereiten sich auf einen massiven Rückschlag gegen uns vor. Ich schlage vor, unseren Vorschuss zu verlangsamen und uns auf das bevorstehende Angriff der Sowjets vorzubereiten. Stoßen wir weiter blind vor, können wir selbst eingekesselt werden, was die Katastrophe nur noch fördern würde. Oh Gott! Scheiße! Also vor allen Dingen...
Der Tiger kann sich nur bis dahin zurückziehen. Okay. Eieieiei, das hat uns aber jetzt hier ordentlich zugesetzt. So, hier müssen wir auch erstmal gucken, dass wir... Um Gottes Willen, der ist ja auch fast komplett runtergeschossen. Woher haben die so viele Truppen, ey? Das können wir anders lösen. So, ziehen wir uns hier ein Stück zurück. Hier müssen wir jetzt mal sehen, wie wir das hier verteidigt kriegen. Das heißt, wir... Das Problem ist ja, wir müssen ja trotzdem das Ziel erfüllen. Wir brauchen ja trotzdem diese 7 Punkte. So, hier sind zumindest 2. Hier sind nochmal 2. Und hier ist nochmal einer. Das sind ja schon mal 5. Und damit hätten wir das ja schon, das Ziel. Wir müssen die halt nur einnehmen. Wobei, was hier alles an Infanterie stand, war ja gerade der absolute Hammer. Und solange er uns dort auf den Zeiger geht mit seinen Flugzeugen, wir können aber jetzt natürlich die Gelegenheit nutzen. Solange das jetzt schneit, unsere Flak hier hochzulegen, weil anscheinend hat er ja hier keinen Bock anzugreifen, beziehungsweise haben wir hier im Zweifelsfall den Jäger stehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, womit er uns hier auf den Zeiger geht. Wir frischen... Ne, warte mal. Wir greifen mal an. Und ziehen uns hier mal auf die Flanke zurück. Der Scout geht mal dahin. Die Artillerie... Ich überlege gerade, wie wir das... Die können wir mal aufwischen. Die ziehen sich hier mal so ein bisschen zurück. Wir müssen halt aufpassen, dass die uns hier nicht im Süden umgehen, oder? Ach, guck mal. Die habe ich ganz vergessen. Die habe ich ganz vergessen dort. Shit. So, hier unsere Ju. Ja, die wäre natürlich cool, wenn wir die jetzt auch hier vorne hätten. Das haben wir irgendwie ein bisschen verdattelt. Wenn ich den Tiger jetzt hier reinbewege, kann er nicht normal sich bewegen. Das ist das Problem. Oder? Er hat ja... Warte mal, er hat den Zweier-Move. Er hat hier oben jetzt... Er hat ja erst eigentlich eine Bewegung aufgebraucht. Jetzt macht er hier die... Hat aber auch wieder eine zurückbekommen. Oder? Wie ist das jetzt, wenn ich ihn jetzt hier reinbewege... Nee, okay. Also er kann nicht auf 3 Bewegungen kommen, okay. Aber er kann dort erstmal stehen bleiben. Und wir decken hier mit dem. Hier mit ihm. Kommt er bis dahin? Er kommt tatsächlich bis auf die Artillerie. Aber da macht er nicht viel Damage. Okay. Gut. Ich würde das jetzt mal so stehen lassen. Mal gucken, ob das funktioniert.
Hier müssen wir hoffen, dass er uns mit dem Flugzeug nicht auf den Sack geht, aber das wird er in der nächsten Runde definitiv nicht machen, weil es da schneit. Die Frage ist, inwieweit die Art noch das hier überlebt, aber das müssen wir beim nächsten Mal sehen. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Es bleibt spannend, beziehungsweise es wird wieder spannend. Ich hatte gedacht, wir können ja ganz easy irgendwie reinpushen, aber das sieht dann wohl nicht danach aus. Vor allen Dingen, was der hier alles an Infanterie stehen hat. What the hell? Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt sind das GameOnFan, Carbine, Gorwin, Kirtano und Kulle. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.